Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ihr Lieben, ihr seht, es geht weiter mit dem Format 6 aus 36. Die letzten 6 Booster aus meinem letzten Display Ultra Prisma. Und tschüss. Die wir uns hier gönnen. 5 Video gab es schon. Und bis jetzt haben wir echt also, gut gepullt. Klar, man muss immer bedenken, die Pullrate ist bei diesem Set niedriger, habe ich auch schon in den anderen Videos erwähnt. Von daher nicht wundern, wenn ihr dann nachher seht, oh guck mal, der hat denn nur 4 oder 5 Pulls. 4 ist natürlich schon ein bisschen wenig, aber so in der Regel hast du immer so 5 bis 6 Pulls plus 2 oder 3 Prisma-Karten drin und dann ja, bist du schon ganz gut dabei. Wichtig für mich ist einfach, dass ich Karten ziehe, die mir noch fehlen. Hitzerottom als Reverse Rare und Shellterra als Holo. Bis jetzt haben wir einfach richtig gut gepullt. Tolle Karten, die ich noch brauche. Und von daher bin ich wirklich zufrieden. Wichtig ist, wenn man gerade so ältere Sets öffnet oder Produkte davon, geht mit einer angemessenen Erwartungshaltung daran. Wenn ihr das jetzt mit einem Set wie Flammende Finsternis vergleicht, von der Pullrate her. Nicht machen. Das tut nur weh. Da könnt ihr nur enttäuscht werden. Ich mache jetzt auch, wie gesagt, das letzte Display auf, weil ich schon so viele Karten habe, dass es sich dann gar nicht mehr lohnt, Displays aufzumachen. Mein Grundstock mit den ganzen Common-Uncommon-Karten, auch in Reverse, ist so gut, dass es sich jetzt einfach nur noch lohnt. Das ist sowieso immer eine Frage, finanziell lohnen, ne? Die Karten sich einzeln zu kaufen. Ich mache das ja auch alles hobbytechnisch und ja, mach das hier nicht gewerblich. Deswegen habe ich auch nicht so die Möglichkeiten wie zum Beispiel die Card Buddies oder so. Vom Umfang, ne? Was ich hier aufmache. So, und dahinter. Für alle die, die mich unterstützen wollen, ihr könnt mir natürlich auch Fanpost zuschicken, sei es Briefe oder wie gesagt, ihr könnt mich unterstützen, indem ihr mir einzelne Karten oder so zukommen lasst, die ihr überhaupt oder wo ihr sagt, das Set sammle ich eh nicht und ne, vielleicht hilft dir das weiter, lieber Puckenknechten deine Sammlung zu komplettieren. Freue ich mich immer drüber. Die Postfachadresse findet ihr unten im Video. Da gibt es auch vielleicht mal ein schönes Fanpost-Video. Wie gesagt, ich freue mich drauf. So, die letzten Booster und unsere nächste Prisma-Karte. Super Antriebsenergie. Sieht doch knackig aus. Und dahinter schon wieder eine Rottom. Wie gesagt, so ein Running Gag ist das. Könnte man auch so ein kleines Saufspiel machen. Immer wenn man eine Rottom zieht, wenn man so ein Display aufmacht, dann einen kurzen. Natürlich nur, wenn man über 18 ist, versteht sich von selbst. Alkohol ist sowieso schlecht, von daher lieber in Pokémon-Karten investieren. Dann wächst auch die Sammlung. Und Typ 9. Freunde, Last Pack Magic. Last Pack Magic. Vielleicht ziehen wir jetzt noch einen schönen Pull. Sonst haben wir quantitativ echt wenig. Wenn wir jetzt noch einen schönen Pull ziehen, dann sind wir auch vom Quantitativen wieder am Ball. Vielleicht sogar noch eine geile Karte. Wäre natürlich mega. Und dahinter. Guckt euch das an. Eine schöne GX, die sogar noch gut gecentert ist. Dialga GX. Und ja, damit haben wir das Display aufgebraucht. Damit endet in dem Sinne das Format. Und jetzt kommen wir dazu, was wir gezogen haben. Hier eine schöne Prisma, eine schöne Holo. Die Prismas packe ich mal hier hin. Dialga GX, eine richtig schöne, gut gecenterte GX-Karte. Was haben wir sonst noch gezogen? Dialga GX als Rainbow. Zornig, richtig schöne Karte. Bums, zweimal Dialga. Wir haben hier noch eine Reverse Rare. Wir haben Luxtra Holo. Wie gesagt, die Videos wurden am Stück gedreht. Am Ende hier noch eine Reverse Rare. Werden die natürlich alle direkt gesleeved nach dem Video. Zenlong. Nächste Holo Raimaidon.
Gute Wirbelrottung. Absolute Ehre. Ein Elevoltik. Die nächste Premium-Karte. Es sind ja Trainer Full Art. Hammer. Girantina, Prisma. Magbrand, 5. Luxtra, die 6. Reverse Rare, leider nicht so ganz gut gesentert. Fulipurba, die 2. normale GX. Cyrus, unser nächste Prisma. Ja. Mal so ein bisschen zusammenrücken. Ups. Packen wir die mal hier so hin. Ne? Hier packen wir so die Prisma-Karten hin. Unser nächste Holo. Unsere nächste Reversal. Und unser nächster Premium Pull. Morgen schwingende Crossma. GX Full Art. Geil. Unsere nächste Holo. Boltaurus. Und unsere letzte Reverse Rare, beziehungsweise die erste, die wir gezogen haben. Ja, somit haben wir 3, 6, 9 Reverse Rare. Wir haben 8 Holos. Wir haben 3 Prisma. Und 5 Pulls. Ich hatte es in dem einen oder anderen Video jetzt hiervon schon gesagt, in der Regel hast du immer so 5 Pulls und so 2 bis 3 Prisma-Karten. Hier hatten wir natürlich richtig Glück gehabt, 3 richtig geile gezogen. Von daher hat sich dieses Display richtig gelohnt. Ja, ihr Lieben, ich will gar nicht lange um den heißen Brei rumreden. Das war für mich ein richtig gutes Display. Wie gesagt, nicht vergleichbar natürlich mit ja, Sets aus dem Schwert- und Schildzyklus, also von der Quantität der Puls her. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Bleibt mir treu, bleibt gesund, bleibt stabil und schaut auf jeden Fall auch mal bei Insta vorbei und natürlich auch hier immer gerne Kommentare, Likes und Abos dalassen. Ich freue mich immer drüber. Macht's gut, ihr Lieben, euer Pokeknecht90. Ciao.